gibt die Rohversion, das ist oft die Skizze. Und dann geht es immer hin und her. Und das Bild sagt mir sozusagen, da und da oben rechts, da und da oben links, da, 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 das fehlt doch alles, da könntest du doch noch. Und so entwickelt sich das. Ne? Ich merke, wie so eine Formung. Das Bild formt sich mit mir. Ich bin ja so eine ausführende Kraft. Ich gehe mal hin und her und gucke so und habe so eine Vorstellung vom Bild im Kopf, wie es sein sollte. Aber es ist dann oft, ändert sich das ja aber noch. Während des Malprozesses merke ich ja, ah, das könnte noch ein bisschen anders sein. Da könnte es noch ein bisschen anders sein. Und dann kommt oft der Punkt, wo ich sage, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, aber es ist noch nicht fertig. Und dann ist es oft so, dann stelle ich das Bild weg und fange anderes an. Und dann irgendwann, während ich das andere male, habe ich genug Freiheit im Kopf, dass ich denke, jetzt ist mir der Punkt eingefallen, was ich eigentlich machen möchte. Ich spiele ja ganz oft auch mit dem, nicht nur mit dem Narrativen, sondern auch ganz deutlich mit Farben. Ich mag Farben. Und wie Farben aufeinander reagieren und was heißt denn überhaupt Farbe? Wir sehen ja nur so einen ganz begrenzten Teil vom Farbspektrum, aber es gibt ja ganz viel, es gibt ja wahnsinnig viele andere Farben. Diese Fragmente, die man im Kopf hat, da weiß man ja manchmal gar nicht, woher die Eindrücke kommen. Und mir geht es oft so, wenn ich Sachen dann male oder zitiere, dann fällt es mir so nach und nach, rieselt es dann so runter. Und das finde ich extrem schön, so Sachen einzubauen oder Zitate von früher einzubauen. Und so, das macht mir Spaß. Ich finde, die Geschichten sollte jeder für sich entwickeln. Also mir geht es ganz oft so, dass ich vielleicht sozusagen so einen Ausgangspunkt lege. Und dann ist es sowieso wie so ein sich weiterentwickelndes mit mir nicht mehr, was ich nicht mehr beeinflussen kann, was der Betrachter sieht, weil jeder sieht was anderes im Bild. Das finde ich wieder total interessant, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, was die wiederum in meinen Bildern sehen, weil ich glaube, manchmal lösen die Bilder was aus, aber es löst im Jeden was anderes aus, was er dadurch empfindet. Also ich, klar, ich bin der Auslösende, aber wie die Geschichte dann weiter im Bild und im Kopf des Betrachters geht, das ist ja nicht mehr, unterliegt ja nicht mehr meinem Einfluss. So viel zu erzählen oder so viel im Kopf, dass ich dann anfange zu skizzieren und dann merke ich, mit einem Bild kommt das nicht hin. Also fällt das eine Bild wie so ein Dominostein oft ins andere Bild rein und das fällt dann wieder ins nächste Bild und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann merke ich, irgendwann ist das aber ausgezählt, was ich sagen wollte. Dann sind meinetwegen 5 oder 10 Bilder entstanden und dann ist das so wie so ein Zyklus und dann ist er aber auch beendet und dann gibt es auch keinen Schritt zurück. Dann schließt sich die Tür und dann gibt es das Nächste und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste.